Welcome back, Ladies and Gentlemen. Ich bin Surf Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Finden uns in Panicore und wie angekündigt geht's heute wieder in die Irrenanstalt. Wir werden auch demnächst wieder in die Schule gehen, aber ich dachte mir, erstmal will ich auf jeder Map einen Run schaffen, damit ihr wisst, wie man kommen kann. Und danach fange ich wieder sozusagen von vorne an bei der ersten Map und versuche die zweite Möglichkeit euch auch noch zu zeigen. Aber wenn wir damit durch sind, dann können wir auch mit den Schwierigkeitsgraden spielen oder mit den Entities durchwechseln. Oder wenn ihr sagt, hey, nächste Woche würde ich jetzt auch schon gerne andere zufällige Entities sehen. Und wenn du das nächste Mal in die Highschool gehst, dann können wir das auch gleich so machen. So, jetzt heißt es erstmal, let's go, ab nach Hause, in die Irrenanstalt. Ab nach Bedlam oder wie es hier heißt. Keine Ahnung. Irgendwas mit Hut. Ich weiß noch, ich habe dem letzten Mal Sword gesagt und... Dieses Geräusch. Das ist normal auf dieser Map, aber... Was zum... Warum? So. Also ich will jetzt hier schauen, dass ich ein bisschen schneller durchkomme. Wir haben hier ordentlich anzuschauen. Ne, ist leider eine verdammt große Map. Okay, das hier schon mal gut. Ne, programmierbare Schlüsselkarte muss hier rein. Auf jeden Fall gut. Und wenn ihr dieses Spiel spielt, ne, so habt ihr eure Taschenlampe normal. Ihr könnt Rechtsklick gedrückt halten, dann könnt ihr weiter in die Ferne schauen. Aber da ist dieser Krieger um euch herum. Bisschen kleiner. Aber das ist teilweise ganz praktisch. Hier haben wir zwei Türen, das ist schon mal gut. Okay. Wir sind auf jeden Fall, oder wir haben zumindest schon mal zwei Türen, für die wir Schlüssel brauchen. Das ist gut. Aha. Bitte die programmierbare Schlüsselkarte. Nice one. Und wir haben das Programmiergerät direkt unten. Okay. Wo auch immer dieser Karton da hinten ist. Der ist im Nebenraum, Leute. Und hier ist alles fresh. Ich habe immer noch drei Leben. Beim letzten Mal haben wir keine drei Leben gebraucht, aber ich glaube, hier ist es ganz praktisch, mit drei Leben zu spielen. Nice. Noch eine Schlüsselkarte. Schlüsselkarte 0. Und eine Sicherung. Oh mein Gott, dieser Raum hier ist gerade Gold wert. Selten, dass man so viele Gegenstände in einem Raum hat, die man wirklich braucht. Sonst Medikits oder sonst... Oder Ziegelsteine. Wie oft ich hier einfach mit einem kompletten Inventar voller Ziegelsteine rumlaufe. Hier noch zwei Schlüssel. Aber jetzt machen wir erstmal die Schlüsselkarte hier. Kombinieren Sie. So, das dauert eine kleine Weile. Ihr seht das hier auf dem Bildschirm. Was habe ich hier gehört? Kommt jetzt wieder Magna hier die Treppe runter und schreit mich an. Das wird mir gar nicht gefallen. Hey, man ist so paranoid, man denkt, okay, von rechts kommt sie. Nein, von links, von oben, von rechts. Das ist der Wahnsinn. Ach so, das ist der Rechner, der die Geräusche macht. Nee, ich dachte jetzt schon. Erledigt, von welcher Schlüsselkarte haben wir? Wir brauchen dann noch zwei, eine rote und eine blaue Schlüsselkarte. Und ich glaube, Schlüsselkarte 0 gibt es zweimal, also zwei gelbe. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Bis jetzt ist noch alles fresh. Ich bin nur nervös, ich habe keinen Ziegelstein und die Räume hier sind gemein. Eine Brechstange, die bräuchten wir ganz oben. Ich weiß aber noch nicht. Ich glaube, wir gehen auf die Karten erstmal. Oh, Franziska hat mich gerade ein bisschen nervös gemacht da hinten. So. Wie gesagt, ich packe alles, was ich nicht gebrauchen kann oder was ich noch nicht gebrauchen kann, packe ich hier immer in den Eingangsbereich. Einfach damit man weiß, wo es ist. Ja, ich will jetzt auch die Sicherung zurücklassen, würde ich jetzt im Koop spielen. Einfach damit ich dann meinen Kollegen sagen kann, für den Fall, dass jemand den Raum findet, jo, hier, Eingangshalle liegt bereits eine Sicherung, hol sie dir ab, mach die Tür, fertig. Na, ist einfach besser, als wenn, na, stell dich einfach mal vier Spieler vor und jeder hat ein volles Inventar aus Gegenständen, die man noch gebrauchen könnte. Das ist dann ein bisschen kontraproduktiv. So. Ein bisschen dumm von mir, dass ich hier drüber springe, denn das Jumpen macht auch Geräusche. Ich will nicht angeschrien werden, ich sag's euch, wie es ist. Wenn sie jetzt hier gleich ums Eck kommt, mich anschreit, dann... Ich krieg den Herzinfarkt meines Lebens. Bis jetzt fühle ich mich noch sicher.
Hier ist alles fresh. Hätte ich einmal den Geisterraum mit dem Monologisten, das war mega. Leider nur. Ne, wobei. Zweimal, glaube ich sogar. Zweimal. Leider sehr, sehr selten. Okay. Mach hier die Tür auf. Nein, das hatte ich beim letzten Mal, als ich hier weggelaufen bin. Habe ich die Tür nervös gemacht. Magna, wo bist du? Komm zu Daddy. Wir müssen uns merken, zwei Türen wieder hinten, die verschlossen sind. Ich will hier nicht laufen, ich will sie nicht auf mich aufmerksam machen, aber Fakt ist, im Erdgeschoss ist sie nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oben ist, ist sehr groß. Okay. Ich bin hier ein bisschen nervös. Ich sag's euch, wie es ist. Und sie kam noch nicht mal. Ich finde, sobald man hier so zwei... Wo kam sie her? What? Wo kam sie her? Er hat mich gerissen. Gut, dass sie das Spiel keine Jumpscares hat. Oha. Mir stellt gerade sogar die Haare auf, so eine Gänsehaut ist das. Wo kam es her? Sie kann sich nicht porten oder sowas. Sie ist physisch anwesend. Krankes Viech, ey. Meine Herren. Ey, Wahnsinn. Wenn man hier im Koop spielt, hört man sie eigentlich durchgängig schreien, weil irgendjemand von ihr immer gesehen wird, aber... Dass sie jetzt sogar ohne Schrei kam. Sie war einfach in mir. Dass du dich, okay, du hast drei Leben. Ich spawn einfach in dir. Fertig aus. Holy. Ganz ehrlich. Das nächste Mal, wenn sie kommt, kriegt sie einen Ziegelstein am Kopf. Magnum, du weißt, das war nur ein Scherz, oder? Bitte jetzt nicht erscheinen. Okay, Hebel. Bräuchte mir nur noch eine Sicherung. Da hätten wir alles für den Raum, für den man den Hebel und die Sicherung braucht. Ich bin gerade echt ein bisschen nervös. Will nicht, dass sie nochmal in mir erscheinen. Also von mir aus kann sie gerne jetzt so einen Dude spawnen, der mit mir redet. Und nicht so alleine. Hallo? Hallo? Ich wurde letztens auch von Kollegen gefragt, ob ich mit denen Bock habe, Panicker zu spielen. Und ich bin sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Denn ich merke gerade, dass ich das Spiel heute hasse. Ab heute hasse ich das Spiel. Hallo, Magna? Ich habe was gehört. Ich weiß nicht, was ich will. Mein Gott! Hör auf zu schreien! Ich hab hier... Okay. Ich dachte immer, das wäre irgendwie so tropfendes Wasser, was man da hört. Aber das sind ihre Tapse. Das sind ihre Fußtapse. Himmel, Herrgott, ey. Auch wenn du sie nicht siehst, allein dieser Schrei und danach diese Melodie dazu, man kriegt einen Herzinfarkt. Ich hab echt Schiss. Ich glaub das nicht. Ich hatte sie... Das Problem ist, ich weiß nicht, wann ich sie jetzt abgehängt habe. Irgendwo habe ich sie abgehängt, aber vielleicht unten noch. Vielleicht hinten. Vielleicht ist da hinten oben. Waren das schon wir oder ihre Tapse? Magna? Ich weiß es nicht, ich bin nervös. Okay, Ziegelstein. Problem ist, versucht mal zu reagieren. Versucht mal auf den Ziegelstein zu wechseln, wenn ihr da nichts seht, und auf sie zu werfen. In der Stresssituation, wenn sie euch anschreit. Hierfür brauchen wir einen Code. Im Erdgeschoss haben wir zwei Türen, wofür wir Schlüssel brauchen. Hier in dem Stock eine Tür. Plus die mit dem Code. Schlüsselkarte grün, sehr schön. Und ein Schlüssel. Eine verschlossene Tür. Wenn wir hier oben nur eine Tür, dann würde ich ihn dafür verwenden. Und hier mein Code. 8788. Ich hoffe, das kann ich mir merken.
Okay, hallo. Okay. 8788. Okay, das war ein richtiger Code, aber für die falsche Tür. 8788. Okay. Ich bin gerade nervös. Und immer hier vorbeizugehen, bin ich noch nervöser. Denn wenn sie hier steht, man erkennt sie nur sehr leicht dazwischen. Danke, Ziegelstein. Was haben wir hier noch? Akten, die geben Money. Hier sei das fresh. Ist hier kein weiterer Schlüssel? Doch. Hier ist ein Schlüssel. Brauchen wir nicht, haben wir schon. 8788. Ich würde jetzt gerne in die Lobby zurückgehen. Gott, ich habe keine Ahnung, wo das Viech ist. So, halt mal schon runter. Wenn das echt der Wahnsinn, wenn man mit Kollegen spielt, man redet fast gar nicht. Redet wirklich fast nicht. Das ist der Wahnsinn. Auch wenn man sagen muss, wenn man... Na nein, das ist eine programmierbare. Die haben wir schon. Na, wir können sie jetzt nicht nochmal programmieren, weil wir ja schon die Karte haben. Es gibt einfach mehrere Gegenstände. Also Gegenstände, die man braucht, doppelt. Damit man es leichter hat, sie zu finden. Aber hier unten hatten wir auch noch zwei Türen. Wissen? Zwei hier drüben. Da gehe ich jetzt hin. Hallo? Magna? Ich will nicht, dass sie kommt, aber ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ach Gott. Du weißt gar nicht, wie gut es tut, endlich nicht mehr alleine zu sein. Hallo? Ach, das ist schön, aber pass auf, wenn dir das Wasser bis zum Halse steht, solltest du nicht auch noch den Kopf hängen lassen, gell? Okay. Ich schaue jetzt nur kurz. Nicht, dass er sie jetzt aufmerksam gemacht hat und hier gleich kommt. Das sieht gut aus. Es ist schön, mal kurz nicht alleine gewesen zu sein. Sag's euch, wie es ist. Und eigentlich bin ich Solospieler, aber in so einem Moment ist es schön. Schlüssel, Medikit brauchen wir nicht. Schon irgendwas Produktives. Es gibt hier auch noch sowas wie ein Safe. Dafür ist der Code dann wahrscheinlich, diese 8788. Hier ein Messer. Mit dem Messer geht es besser. Oho. Wir sind ja gerade im Erdgeschoss, deswegen droppe ich meine Gegenstände erstmal. Denn das Messer brauchen wir, wenn dann unten. Und ja, die andere Tür habe ich nicht. Mein Gott! Ah. Ich dachte mir schon, da kommt doch irgendwas auf mich zu und... Na klar, kommt was auf mich zu. Gut, geordneter Rückzug. Also man merkt, obwohl das Haus hier verdammt groß ist, ist Magna gefühlt überall. Die riecht es, wo man ist, selbst wenn man leise redet oder gar nicht redet. Gut, ich will jetzt auch nicht das ganze Video überschweigen. Stummfilm ist jetzt nicht so produktiv. So. Ach ja, und Türen zu machen, hält sie nicht auf. So viel sage ich euch schon mal, ne? Also man fühlt sich dann ganz gerne mal... Ist sie da hinten noch? Geht sie von mir weg oder kommt sie zu mir? Kommt zu mir, oder? Finde ich jetzt nicht gut. Da würde ich gerne meine Gegenstände hinlegen. Was meint ihr? Soll ich sie auf mich aufmerksam machen und weglocken? Könnte nach hinten losgehen. Magna? Oh. Okay, aber es ist gut zu wissen, ab dem Moment, wo sie Farbe bekommt in deinem Lichtschimmer, ab dem Moment würde sie dich auch sehen. Also ist gut zu wissen. Ja? Sie hat keine Global Range oder sowas, sondern, oder sie spürt dich auch nicht, sondern sie muss dich wirklich sehen oder eben aufmerksam gemacht werden. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich da hinkomme, wo ich hin will, damit ich meinen Stuff droppen kann, damit ich mal wieder ein bisschen Inventarplatz frei habe. Ich nutze schon mal den Schlüssel hier für die Tür. Da habe ich den auch schon mal los. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir sie weggelockt haben. Am besten ist sie da hinten oben bei der Treppe. Das wäre am besten. So. Und hier. Dich droppen und dich ein bisschen weiter vorne, damit ich es wieder finde.
War gerade der Meinung, ich hätte ihre Steps wieder gehört. Da will ich rein. Schauen wir mal, ob sie was dagegen hat. So. Hier wird wahrscheinlich wieder ein Schlüssel sein und an diesen Tafeln ist der Code ganz gerne. Weiß noch nicht, ob's... Also ich habe jetzt immer nur Codes an solchen Tafeln gefunden, aber ich habe noch nie beide Codes in einer Runde gefunden. Weiß ich nicht, ob die immer an den Tafeln sind. Okay, was haben wir hier? Schlüssel? Ich brauche nicht. Ich hatte schon einen. Okay. Dann würde ich sagen, ersten Stock haben wir. Zweiten Stock haben wir auch abgeschlossen. Abmarsch in den dritten. Ich weiß gar nicht, wo sie ist und ich habe Angst, dass sie mir hier gleich auf der Treppe entgegenkommt. Oder wie der hier hinter der Tür steht. Oh, bitte nicht hinter der Tür. Hm. So. Hallo? Hier ist alles fresh. Da brauchen wir noch den Code, dürfen wir nicht vergessen. Hallo? Magna? Ich habe noch einen Raum vergessen anzuschauen. Da bin ich in meiner allerersten Runde immer vorbeigelaufen. Der ist im zweiten Stock. Also im ersten Stock, besser gesagt. Und zwar hier hinten. Ich bin da so oft vorbeigelaufen. Ist sie da? Nee. Perfekt. Jetzt haben wir dann den zweiten Stock, den ersten Stock abgeschlossen. So. Okay, das Saw war ein bisschen zu laut. Das ist dieses typisch deutsche Saw. Hier ist alles fresh. Schlüssel, sehr schön. Na, immer dran denken. Schlüssel hier in so einer... Also immer wenn ihr eine Tür, also einen Schlüssel verwendet, kriegt ihr auch einen neuen. Ganz, ganz wichtig. Und hat uns mal das Genick gebrochen. Die Schlüsselkarte, die wir haben. Schlüsselkarte 0, das ist glaube ich die zweite Nuller. Die können wir auch unten reinpacken. Okay, wir machen jetzt die zweite Sicherung. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal runter in den Keller. Runter in den Erdgeschoss. Verwende da jetzt erstmal nochmal die Karte, damit sie weg ist. Und pack die Sicherung zu dem Hebel und der anderen Sicherung. Damit ich weiß, wo die zu finden werden. Und dann geht's ab in den... Wobei, wir können auch in den Keller gehen. Kommt drauf an, wo sie gerade ist. Ich würde sie dann gerne einfach, sagen wir jetzt mal, ganz nach oben locken und dann runter in den Keller. Okay. Hier ist alles super. Alter, diese Ecke hier hat mich gerade nervös gemacht. Die war scheinbar noch nicht im Keller. Die Tür ist noch zu. So. Die haben wir jetzt auch hier. Und die Gegenstände gehören zusammen. Wunderbärchen. So. Jetzt Abmarsch in den zweiten Stock. Und soweit ich weiß, gibt es dann noch einen dritten Stock. Einen Dachboden. Noch so eine kleine Zwischenebene, also einen vierten Stock. Ist aber nur ganz klein, nur ein Raum. Und dann noch mehr oder weniger den fünften Stock. Da oben im fünften Stock findet ihr die zweite Variante zu entkommen. Die werdet ihr hier vielleicht irgendwann noch sehen, aber jetzt erstmal ab in den zweiten Stock. Magna. Hier haben wir alles abgeschlossen, würde ich jetzt mal so sagen. Bis auf die Tür mit dem Code. Ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Es fehlt mir schon fast, dass sie mich anschreit. Hier haben wir die Tür mit den, okay, mit den Sicherungen und dem Hebel. Gut zu wissen. Na, können wir dann gleich, wenn wir das nächste Mal in die Eingangshalle kommen, können wir das dann gleich machen. Was ich sehr gut finde, dass die Gegenstände, die man, mit denen man interagieren kann, dass sie aufleuchten. So ist es ein bisschen leichter. Ja, dann wenn die jetzt nicht aufleuchten, gerade wenn du das erste Mal spielst, weißt du ja nicht, womit du interagieren kannst. Ja, wenn da dann irgendwie so das Messer rumliegt und du weißt nicht, dass du es nehmen kannst, weil es nicht umrandet ist, dann viel Spaß. Aber das hier ist schon mal wichtig und richtig. Weißt noch, hier hatte ich auch meinen Dämonologist einmal meinen Geisterraum und es war schön und gemein. Es war eine der ersten Runden. Nur halt eben ein Stock tiefer. Magna. Darf ich dich dann auch austreiben und auf den elektrischen Stuhl bringen? Für einen Freund. Badezimmer schaue ich jetzt mal nicht an. Da findet man in der Regel mal Ziegelsteine oder Medikits.
weiß nicht, ob es das bringt, die Tür zuzumachen. Zeige ich euch, wie es ist. Ob sie dann vielleicht weniger hört oder sowas. Einmal physisch sicherer. Hier ist alles fresh. War gerade die Meinung, ich hätte ihre Füße gehört. Ihre Tapsen. Mann, wo ist das Viech? Das macht mich... Mein Gott. Es macht mich nervös, dass ich sie jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe. Loot City. Aber ich brauche nur die beiden. Sicherung brauche ich ja nicht. Man braucht nur insgesamt zwei Sicherungen. Kaputte Schlüsselkarte, da brauchen wir jetzt das Reparaturgerät. Magna, wo bist du? Mann, das macht mich nervös. Wahrscheinlich geht es mir gerade hinterher, unwissentlich. Okay. Hier ist damals eine Kollegin verreckt und hat vergessen, ihren Stuff mitzunehmen. Das war hier noch, lag denn da in der Ecke. Denkt dran, wenn ihr verreckt, ihr verliert euren ganzen Stuff, also ihr bleibt am Boden. Dann bevor ihr dann die Beine in die Hand nimmt, wegläuft, erstmal euer Inventar nehmen. Ganz, ganz wichtig. Gerade ohne Taschenlampe ist es hier unschön. Nein. Bin ich ganz so leicht gehüpft. Hat laute Geräusche gemacht. Ja, wir haben noch zwei Leben. Aber ich würde im besten Fall keine Leben jetzt mehr verbrauchen, deswegen bin ich hier trotzdem vorsichtig. Na, denn wenn man hier zu unachtsam ist, am Ende ist man am Arsch. Na, eine Akte, sehr geil. Akten geben auch einfach nur so Erfahrungspunkte und sowas. Wenn man acht Stück finden auf der Map. Medikit brauchen wir nicht. Ich bin jetzt hier ein bisschen schneller rausgespurt, denn nicht, dass sie jetzt kommt. Nicht da drin festsitze. Okay. Und dann wird den Stock auch erstmal fertig. Ich bin nervös. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich hab sie gehört. Hört ihr das? Ganz leicht. Da ist sie. Geordneter Rückzug, geordneter Rückzug. Oh mein Gott, ich bin einfach so dankbar, dass eine meiner Kollegen, die gute Ellie, mir damals gesagt hat, man hört ihre Schritte und jetzt weiß ich endlich, wie sich das anhört. Ich bin so dankbar dafür, für diese Info. So, dich jetzt erstmal hier hin. Und ich brauche drei Slots frei. Ziegelstein weg. Dich, dich, dich. In den Raum. Oh, Asime, tschüss. Hör auf zu schreien. Kommt sie immer noch? Was hat die denn für eine Motivation? Das ist der Wahnsinn. Okay. Ich laufe jetzt hier runter. Lauf rüber. Lauf hinter und dann klapp halt. Als ob sie da jetzt runterläuft. Hast du einen Schaden? Hast du einen Arsch offen? Kleine Schreckschraube. So, ich will sie dahinter locken. Ich will sie hier hinlocken. Deswegen rede ich jetzt gerade weiter in der Hoffnung, dass sie jetzt zu mir kommt und nicht hier runterkommt. Okay. Okay. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weil ich hier oben bin, halte ich die Klappe. So. Gerade unter mir. Jetzt hat sie jetzt ernsthaft da. Ey, die ist gar nicht mal so blöd, wie die aussieht. Ne? Also man sollte Leute nicht an ihrer Frisur beurteilen. Ne? Ich weiß, wovon ich rede. So, also. Jetzt klapp halten.
Ja, sind gerade nicht mehr, das ist gut. Je lauter man redet, desto größer ist die Range, in der dich der Geist hört. Ich will jetzt eigentlich hier nur schnell die Sicherung und alles verwenden. Diesen Raum. Ob wir da reinkommen? Brain Train. Hauptsache verwenden. Denn jetzt kommen wir hier rein. Brauchen auch immer noch den Code. Den anderen Safe. 8788 war, glaube ich. Also 8788 war, glaube ich, für den Code. Für den Safe. Und ja, die Tür, keine Ahnung. Ich hoffe jetzt einfach, dass sie nicht kommt, sonst sind wir ein bisschen am Arsch. Wieso leuchtet das hier so? Ah, das ist der andere Code. 1627. Okay. Das muss ich mir aufschreiben. Ein 627. Code für die Tür. Schau mal, ob hier sonst noch irgendwas ist. Hier ist alles fresh. Okay. Dann heißt es jetzt einen Stockweg nach unten. Und den Code für die Tür. Ich schätze mal, auf dem Dachboden wird dann wahrscheinlich das Gerät sein für die kaputte Schlüsselkarte, die wir haben. Und dann fehlt uns nur noch die Tresorkarte. Dann können wir abhauen. Soweit der Plan. 1627 was. Perfekt. Ich habe noch nie diese Tür hier geöffnet. Hier ist alles fresh. Was halt auf jeden Fall krampf ist, wenn ihr in so einem Raum drin seid und Magna weiß, dass ihr da drin seid, habt ihr keine Chance mehr, außer ihr habt einen Ziegelstein. Deswegen danke dafür. Die Sicherung brauchen wir nicht. Bis jetzt gefällt mir dieser Raum nicht, einfach weil er komplett unnötig ist. Danke dafür. So. Dann sneak. Mein Gott. Feuerchen, sorry. Dann sneak ich mich jetzt erstmal auf den Dachboden. Wir müssen auch noch mit dem Messer in den Keller. Aber jetzt erstmal ab nach oben. Ich habe einen Ziegelstein. Und ich würde ihn gerne benutzen, wenn sie kommt. Wenn nicht, dann muss ich sein. So, ab nach oben. Hallo? Hör sie nicht? Wenn sie jetzt hier oben auf mich wartet, das wäre so geil von ihr. Reißt, asozial, aber geil. So, und hier ist das Reparaturgerät. Ja, nice. Ich habe aber doch noch nicht den Safe gefunden, das gefällt mir nicht. Gut, dass es nicht laut ist oder so. Wenn sie mich jetzt gleich in den Nacken schreit. Ach ja, nicht vergessen, Karte nehmen. Ich war der Meinung, gerade ihre Schritte gehört zu haben. Wenn sie da jetzt gleich hochkommt, habe ich ein Problem. Man kann sie loopen hier oben, aber es ist nicht ganz einfach. Ich gehe einfach jetzt mal hier den Spinnweben entlang. Wir brauchen jetzt nur noch eine Karte, Tresorkarte. Und dann haben wir es, Ladies and Gentlemen, dann können wir entkommen. Da haben wir es beim nicht ganz First Try geschafft, wir sind einmal verreckt. Das ist mega. Und ihr seht schon, dieses Haus hier, da muss man ein bisschen besser auf sein Leben aufpassen. Das ist gar nicht mal so einfach. Das sind asoziale Spots. So. Wieder hier an der Treppe vorbei. Bitte komm jetzt nicht. Dankeschön. Da hinten ist der Tresor. Da ist 8788 war das. 788, ja. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt richtig aufgeschrieben. Die letzte Karte. Jetzt müssen wir nur noch in die Eingangshalle. Fuck off alles. Abmarsch in die Eingangshalle. So. Ich will jetzt trotzdem nicht in ihre Arme laufen, aber... Oben gibt es nur eine Treppe. Ab hier haben wir wieder unsere drei Treppen. Sprich, die Wahrscheinlichkeit zu entkommen ist größer. Deswegen bin ich da jetzt das Steck gelaufen. So. Ich
gehe trotzdem jetzt Sneak Mode, Chillumillo, ganz entspannt. Ich weiß gar nicht, wie sehr es mich in den Fingern kitzelt, hier jetzt einfach die Beine in die Hand zu nehmen, da runter zu laufen und Abmarsch. Aber bei meinem Glück habe ich sie dann im Arsch kleben, komme nicht raus, weil ich nicht schaffe, die zwei Karten da reinzustecken. In der Zeit, bevor sie mich killt. So, Magna. Da hinten ist meine Hauskarte. Ich freue mich. Ladies and Gentlemen, heute auch ein bisschen länger, aber dann können wir ab nächster Woche mit der ersten Map wieder starten. Passt, denke ich, ganz gut. Und wie gesagt, weil die ersten Videos in der Woche ein bisschen kürzer waren als gewollt, gibt es heute jetzt einfach mal, oder auch mal eine kleine XXL-Folge mit 31 Minuten. Let's go! Wir haben es geschafft, ladies and gentlemen. Wir haben es geschafft und wurden noch einmal gespachtelt von mir. Aber das war auch asozial. Sie stand da einfach im Eck, geil. Das war richtig gemein. Aber wir haben es geschafft. Es tut richtig gut, ihr glaubt das gar nicht. Und man muss einfach dazu sagen, wir haben so viel Glück gerade gehabt, dass wir fast nur die Gegenstände bekommen haben für die Tür. Na, das Messer war für den Keller, aber damit kann man auch teilweise Gegenstände bekommen für die Tür. Dieses Rädchen, was wir noch hatten, das brauchen wir für die andere Methode, aber sonst hatten wir nur Stuff bekommen für diese Variante. Deswegen, ich freue mich mega, ladies and gentlemen, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Magna, war schön, dich zu sehen, war schön nach Horm, aber muss auch nicht sein. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.